Ich sehe, Sie haben eine Frage, Watson. Sollten wir nicht versuchen, etwas über diesen Spacemaker herauszufinden, wo er wohnt und so weiter? Er könnte uns helfen. Das bezweifle ich, Doktor. Dieser Name ist mit Sicherheit falsch. Sein Eigentümer hat grundlegende Deutschkenntnisse und einen gewissen Sinn für Humor. Irgendetwas Greifbares hier, Doktor? Nach meinen Methoden, bitte. Es gibt erstaunlich wenig persönliche Dinge hier. Adressbuch, Schreibutensilien, Briefe, Fotos, so etwas. Gut beobachtet. Sie haben bemerkt, was fehlt. Obwohl man derartige Dinge eher im Schlafzimmer erwarten würde. Aber diesem Zimmer gebührt dennoch unsere vollste Aufmerksamkeit. Watson, wir müssen die Wohnung durchsuchen. Können Sie Mrs. Mason beschäftigen? Wären Sie mit einem festen Schlag auf den Hinterkopf einverstanden? Benutzen Sie Ihre Fantasie und Ihr Wissen über Frauen dieses Alters. Diese Frau wirft meine spärlichen Wissensbrocken durcheinander, Holmes. Aber Appelle an Ihre Eitelkeit könnten Wirkung zeigen. Ich bin sicher, er hat eine hohe Meinung von Ihnen. Haben Sie vielleicht die Namen von einigen seiner Freunde oder Verwandten in Ihrer Wohnung? Nein, habe ich nicht. Er wurde im Sepoy-Aufstand zum Pfullwaisen. Und der Onkel, bei dem er aufgewachsen ist, ist seit Jahren tot. Er hat keine Familie mehr, von der ich wüsste. Würde das Ministerium wohl seine ausstehende Miete bezahlen? Was glauben Sie? Vielleicht möchten Sie sich noch ein wenig frisch machen und einen anderen hübschen Kittel anziehen. Warum sollte ich? Ich bin sicher, der Chefinspektor vom CID wird gleich auf einen Sprung vorbeischauen. Die befragen immer die wichtigsten Zeugen in einem Mordfall. Sie werden ihn zu Scotland Yard begleiten müssen und da sind dann diese ganzen Fotografen und Journalisten. Ich dachte, Sie wollten sich vielleicht auf diese Strapaze etwas vorbereiten. Oh ja, ich verstehe. Sehr aufmerksam von Ihnen, Mr. Holmes. Im Licht der Öffentlichkeit zu stehen ist ja so aufreibend. Entschuldigen Sie mich bitte, Gentlemen. Schließen Sie die Türe, wenn Sie gehen. Ich schätze, wir werden Sie nicht wiedersehen. Exzellent, Holmes, exzellent. Der Appell an Ihre Eitelkeit war unwiderstehlich. Er überwand sogar Ihre Befürchtungen, wir könnten uns mit Pratts Wertsachen aus dem Staub machen. Ich vermute, Sie kennt den Wert jedes einzelnen Gegenstandes in dieser Wohnung auf den letzten Farthing genau und der ist nicht hoch. Ihr Abgang war kalkuliert, wie alles, was sie tut. Aber nutzen wir Ihren Narzissmus ruhig aus. Sie kennen meine Vorgehensweise, Watson. Ich suche nach irgendetwas Unerwartetem.
Was sagen Sie zu Pratts Geschmack bei Innendekoration, Watson? Ein paar Bordelle und nachgemachte Harems könnten noch was von ihm lernen. Hielt sich der Bürohengst vielleicht für einen Maharaja? Das ist die alte Geschichte. Er war zum Herrschen bestimmt, aber ein Irrtum bei seiner Geburt hat ihn um sein Schicksal betrogen. Was macht diese Dinger so beliebt? Ist wassergekühlter Rauch gesünder? Wohl kaum, aber man raucht ja auch nicht seiner Gesundheit zuliebe. Die Wasserpfeife ist nur eine Abwechslung und wie alle Gewohnheiten wird sie auch oft missbraucht. Und was lässt Ihres Erachtens eine harmlose Gewohnheit in ein Laster ausarten? Exzess, Holmes. Ein Gebiet, auf dem Sie ein Experte sind. Sie kennen diesen Geruch, Watson, wenn ich Ihre Erfahrung richtig einschätze. Opium. Der scharfe, Übelkeit erregende Gestank ist unverkennbar. Die Quelle ist offensichtlich, seine Bedeutung weniger. Diese Schale ist völlig zugesetzt mit den klebrigen Überresten des Monds. Erkennen Sie dieses Stück roten Stoff? Sieht aus wie ein Teil eines Bandes. Jawohl, Regierungseigentum. Die Art, die man benutzt, um offizielle Akten zusammenzubinden. Ich habe keinerlei Zweifel mehr, dass Pratt einer der Drahtzieher beim Diebstahl der Formel war. Er war wirklich ein Idiot. Aber trotzdem bleiben Fragen offen. Warum hat Pratt sie gestohlen? Genau, warum? Und was hat er damit gemacht? Und wo ist sie jetzt? Und warum wurde er umgebracht? Idioten benehmen sich oft mehr als nur einmal idiotisch. Sie sind für ihre Freunde genauso gefährlich wie für ihre Feinde. War Pratt ein Philomenist? Das glaube ich kaum. Nur sparsam, wenn es sich anbot. Aber die könnten uns später vielleicht interessieren. Offenbar ist kein Etablissement so schlecht, dass man seinen Ruf nicht noch verschlechtern könnte. Vielleicht werde ich eines Tages eine Studie über Streichholzschachtelwerbung veröffentlichen. Pratt war offenbar öfters zu Gast im Weary Punt.
Ich hoffe doch, Sie wollen nicht jedes Stück Papier aufsammeln, über das wir stolpern. Eigentlich nicht, Watson. Aber eine neuere Rechnung von Nevilles und ein persönliches Schreiben der so schwer fassbaren Agnes Ratchet sind schon reizvoll. Ich nehme es mal mit. Vielleicht erkennt es ja jemand. Pratts finanzielle Schwierigkeiten beschränken sich nicht auf einen Griff in die Mietkasse. Warum? Ein Berg überfälliger Rechnungen, Anfragen nach Krediten, alle abgelehnt und eine Liste schlechter Investitionen. Er klingt wie ein übermütiger Idiot, aber ohne die Hilfe Gottes könnte jeder von uns so handeln, wenn wir nur verzweifelt genug wären. Treffend formuliert, Watson. Es wäre hilfreich herauszufinden, was seine Verzweiflung auslöste. Dieses Wachs war einmal das Siegel an die Wars Dokument. Darauf würde ich wetten. Wo ist die andere Hälfte? Wenn ich das wüsste, wären wir schon viel weiter. Aber Sie haben da eine nette Beobachtung gemacht, Watson. Das scheint wirklich fast die perfekte Hälfte des Wachssiegels zu sein. Glauben Sie, das ist ein Bild des angeblichen Spacemaker? Warum halten Sie den Namen für eine Erfindung? Den werden Sie weder im wirklichen Leben noch in der Literatur finden. Es ist eine Verballhornung des deutschen Wortes Spaßmacher, vermute ich. Wäre interessant zu wissen, warum ein Deckname nötig oder zumindest erwünscht war. Zumindest wollte er seine Identität vor Mrs. Mason verbergen. Aber der Erlass von 85 könnte auch mit einer Rolle gespielt haben. Aber das ist doch bestimmt reine Spekulation. Nicht so sehr spekulativ, Watson, und wohl kaum rein. Die Vorlieben der Menschen sind ihre eigene Angelegenheit, bis ihre kriminellen Taten sie zu meiner machen. Das Siegel, das Band, die Papierasche. Die Indizien sind vielsagend. Dass Pratt das vernichtete, was er erst gestohlen hat? Vielleicht haben seine Nerven nicht durchgehalten oder er bereute seinen Verrat. Aber vielsagende Indizien sind nicht unbedingt schlüssig. Ganz recht, Watson. Hier geht ein großes Verbrechen vor sich. Wir dürfen uns nicht von scheinbaren Lösungen für einzelne Brocken ablenken lassen. Pratt wurde wegen der Rolle ermordet, die er beim Diebstahl der Formel gespielt hat. Sein Mörder muss gefunden werden. Aber die Fragen, die der Diebstahl selber aufwirft, sind immer noch wichtiger. Sie wollen wissen, warum der Diebstahl begangen wurde und wer dabei etwas zu gewinnen hatte. Ich ziehe meinen Hut, Doktor. Sie haben gut aufgepasst. Man sagt Wilde die geistreichste Antwort dieses Jahrzehnts nach. Die da wäre? Als ein zu Recht ignorierter Möchtegern-Poet sich bei ihm beklagte, Oscar, niemand beachtet meine Arbeit. Es gibt eine Verschwörung des Schweigens gegen mich. Was soll ich bloß tun? Erwiderte Wilde sofort, beitreten. Bedauerlicherweise ignorierte der Möchtegern-Dichter diesen guten Ratschlag. Sehr nützlich, so eine Hutnadel. Da bin ich sicher. Das fällt mit Bestimmtheit in die Kategorie unerwartet.
Wie kann ich den Gentleman helfen? Ich glaube, Thomas Pratt war Kunde hier. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Adrian Russell zu Ihren Diensten. Wollten Sie unserem Club hier bei Neville's beitreten? Ich könnte Ihnen ein interessantes Einführungsangebot machen. Wir würden uns gerne mit Ihnen über Pratt unterhalten. Wozu? Seine Privatsphäre hier zu schützen ist doch mein Job. Wer sind die Männer auf den Trockenbänken, Mr. Russell? Keine Ahnung. Sie kennen Ihre eigenen Kunden nicht? Ich kann nur einen Schnüffler von einem zahlenden Kunden unterscheiden. Ihre Anstalt scheint nur schwach besucht zu sein. Welche Einrichtungen stehen hier zur Verfügung? Wir haben einen Trainingsraum, ein Dampfbad, ganz modern, individuelle Dampfkabinen und zwei belebende Kaltwassertauchbecken. Sie könnten es schlechter treffen. Wir würden gerne die Bäder sehen. Bäder sind Bäder. Da hinten laufen einige Mitglieder au naturel herum. Die mögen keine Eindringlinge. Vielleicht sollten wir wirklich beitreten, Russell. Sieht ja nach einer ganz annehmbaren Anstalt aus. Gute Idee. Ein bisschen Farbe für Ihren Froschbauchtang. Die Muskeln trainieren und dabei nette Leute treffen. Alles zu einem sehr bescheidenen Preis. Ich hole den Papierkram. In Ordnung? Natürlich müssten wir erst den Rest der Einrichtungen begutachten. In Ordnung. Aber wie gesagt, lassen Sie die Kunden in Ruhe. Und die Bäder stehen Ihnen im Moment nicht zur Verfügung. Ihr Geschmack bei Tabak beeindruckt mich nicht gerade. Die Kunden beschweren sich nicht. Vielleicht verbirgt der Geruch einen anderen Duft. Vielleicht betreiben Sie ja noch ganz andere Vergnügungen hier. Vergessen Sie's. Was ist nun mit der Mitgliedschaft? Wollen Sie beitreten? Wenn ich mich entschließe, meine Zeit damit totzuschlagen, dass ich mit Dummköpfen rede und schlechten Tabak rauche, während ich mir ein Dutzend ansteckender Hautkrankheiten einfange, dann lasse ich es Sie wissen. Haben Sie jemals daran gedacht, dieses Gebäude auszuräuchern? Könnte die Luft hier drin nur verbessern. Die Mitglieder wissen das traditionelle Bouquet von Düften zu schätzen. Die meisten finden vertraute Gerüche sehr behaglich. Würden Sie mit der Zeit auch? Nicht mal, wenn ich 1000 Jahre alt würde. Kennt einer der Gentlemen vielleicht einen gewissen Mr. Thomas Pratt? Glaube nicht, dass ich das Vergnügen hatte. Du vielleicht, Dickie? Nein, ich bin ganz sicher. Also Spratt, von dem habe ich gehört. Komische Essmanieren, soweit ich mich erinnere. Aber Pratt? Nein. Ist der ein netter Kerl? Ein echter Neville-Man und so weiter? Blöd, Mann. Vielleicht hat ihm die Hitze das Gehirn geschmolzen. Wahrscheinlich ist er einfach nur dumm. Wenn diese Trottel repräsentativ sind für die neue Generation von Staatsdienern, Watson, dann ist unser Land in Schwierigkeiten. Erinnern Sie sich an irgendwas über Mr. Thomas Pratt oder seine Partner? Nein, aber eigentlich sollten wir wohl. Hier war vorhin schon so ein Kerl drin und hat nach ihm gefragt. Scheint ja sehr beliebt zu sein, Dickie. Wie kommt's denn, dass wir ihn nicht kennen?
Heiß und feucht. Der ideale Nährboden für Bakterien. Pasteur würde bestimmt gut bezahlen für das eine oder andere Pröbchen. Sein Institut kümmert sich nur um die virulenten und ansteckenden Formen. Und mit denen haben wir es hier nicht zu tun. Vielleicht. Aber Sie werden nicht leugnen, dass es trotzdem abstoßend ist. Die Gentlemen werden sich erkälten. Bitte stellen Sie das Ventil zurück. Es gibt hier bestimmt schlimmere Gerüche, aber es ist schon sehr abstoßend, Schimmel in den Handtüchern zu entdecken. Ich bin sicher, die Behörde würde das nicht sehr hygienisch finden. Wer sind die Stammkunden in diesem Bad, Watson? Ich habe gehört, die jungen Türken von Whitehall wollen dem Bad eine elegante Aura verleihen, die durch die Ausstattung aber nicht gerechtfertigt wäre. Vielleicht helfen Ihnen noch ein paar alte Inder, die einfach nur die Hitze mögen. Nicht gerade ein verwöhntes Publikum, wie? Nicht unbedingt. Nevils hat einen widerlichen Geschmack, was Tabak anbelangt. Das ist eine Beleidigung der Gäste. Männer in deren Zustand merken wahrscheinlich den Unterschied nicht mehr. Unsinn. Sie sind nur mit den Nerven runter, Watson, nicht tot. Obwohl Sie es schon bald sein könnten, bei diesem Zeug, das Sie rauchen. Was fällt Ihnen zu Russell ein, Watson? Ein Schläger mit Anstandspatina. Er kann nicht einerseits die exklusive Privatsphäre anpreisen, die eine Mitgliedschaft mit sich bringt, und gleichzeitig Ihre Fragen zu Pratt beantworten, ohne zu verraten, was er Ihnen verkaufen will. Ich könnte ihn ja mal darüber informieren, dass er aus Pratt keinen Penny mehr rausholen wird. Können Sie sich vorstellen, dass Pratt in so einem Schuppen vor sich hin vegetiert? Ohne Schwierigkeiten. In Anbetracht seines Wohnstils würde ihm das hier völlig zusagen. Vielleicht ein bisschen zahm, aber passend. Ich rate Ihnen dringend, Watson, nichts anzufassen hier. Ich weiß Ihre Besorgnis zu schätzen, Holmes, aber hier ist sie unnötig. Was Bäder anbelangt, ist das hier noch relativ sauber. Was Flüsse anbelangt, ist die Themse sauberer als der Ganges. Aber schwimmen würde ich in keinem von beiden, verstanden? Verstanden. Vielleicht war sauber auch nicht das richtige Wort. Ich möchte die Badestuben besuchen, Watson, mit oder ohne Russells Einwilligung. Darf ich helfen? Er sieht nach einer ziemlich harten Nummer aus. Gewalt ist überflüssig, wenn subtilere Druckmittel genügen. Ich werde meine Nase als Garantiefall zurückgeben, wenn die hygienischen Gegebenheiten in diesem Bad ohne Beanstandung sind. Es sollte nicht allzu lange dauern, meinen Verdacht zu bestätigen. Mr. Pratt wurde tot aufgefunden. Seine Privatsphäre braucht Ihren Schutz nicht mehr. Wann haben Sie ihn zum letzten Mal gesehen? Kann ich nicht sagen. Ist jemand aus Pratts Bekanntenkreis hier? Was ist mit Eldridge Whitney? Kann mich nicht erinnern. Ich bin ja auch nicht in der Erinnerungsbranche. Wenn Sie nichts dagegen haben, und sogar wenn doch, werde ich jetzt mit den anderen Kunden reden. Würde ich nicht tun. Es sei denn, Sie wollen mit einer Krankenschwester flirten. Unter normalen Umständen, die dies bestimmt nicht sind, würde ich Ihre Wünsche respektieren. Und nur damit wir uns verstehen, Ihre Drohung ist beleidigend, ungesetzlich und, wenn Sie mir gestatten, das zu sagen, lächerlich. Wir werden ja sehen, wer zuletzt lacht, Mr. Quasselmaul.
Wollen Sie uns umbringen? Diese Dinger können jederzeit explodieren, ganz ohne Grund. Wenn man sie schüttelt, stehen die Chancen noch schlechter. Wollen Sie uns umbringen? Diese Dinger können jederzeit explodieren. Die Gentlemen werden sich erkälten. Bitte stellen Sie das Ventil zurück. Kann ich Ihnen eine Schachtel Streichhölzer abkaufen? Streichhölzer sind gratis, aber nur für meine Kunden im Hinterzimmer. Tabak zu rauchen ist eine widerliche Angewohnheit. Ich verkaufe hier Alkohol. Wenn Sie also nichts trinken wollen, verschwinden Sie. Ich rieche etwas Merkwürdiges. Vielleicht sollte ich einfach mal nach hinten gehen. Und vielleicht sollte ich Ihnen ein neues Ohr bohren. Zutritt nur auf besondere Einladung. Sie sind da nicht erwünscht. Seeleute, Flussschiffer und deren Freunde. Das ist meine Kundschaft. Kennen Sie Thomas Pratt oder irgendjemanden, der ihn gekannt hat? Sind Sie ein Bulle? Nein, wir sind Freunde von ihm. Sie sehen aber so aus. Wie Freunde? Wie Bullen. Machen Sie einen Abgang. Verschwinden Sie. Verfluchte Kacke! Merde! Wie wäre es mit einem Drink, Watson, um das Vertrauen des Barkeepers zu gewinnen?
Ihnen ist doch in den letzten Jahren bestimmt aufgefallen, dass ich immer auf Sie gehört habe, all Ihre Vorschläge widerspruchslos akzeptiert habe. Richtig, Watson. Sie sind wie ein Fels in der Brandung. Da hören Sie diesmal bitte auf mich und lassen Sie uns sofort gehen. Merde. Ich würde lieber in Kalkutta durch eine Jauchegrube schwimmen, als meine Gesundheit den widerlichen Getränken dieses Etablissements anzuvertrauen. Das heißt also nein, oder? Haben wir diesen Wirt nicht schon mal gesehen? Sieht er nicht aus wie Lasker aus der Bar of Gold? Sie meinen Lasker, den deutschen Schachgroßmeister? Hören Sie mir doch zu, Doktor. Erinnert Sie dieser Kneipenwirt nicht an Lasker aus der Bar of Gold? Dieser hässliche Mensch war eher von Natur aus braun als durch Sonnenbaden. Aber ich schlage vor, ihm genauso aus dem Weg zu gehen. Dieser Typ sieht definitiv gefährlich aus. Stimmt, und wir haben ihn nicht beeindruckt. Ich habe deutlich gehört, wie seine Stimme überhaupt nicht gezittert hat. Schauer! Vielleicht wissen Sie nach diesem akustischen Erlebnis, wahres musikalisches Talent besser zu würdigen. Ich habe nie direkt Ihr Können kritisiert, Holmes. Nicht? Ich erinnere mich noch gut an Ihre Reaktion auf meine Kreuzerinterpretation. Sie brabbelten irgendetwas darüber, wie sehr Sie doch die Stille im schottischen Hochland zu schätzen wüssten. Der Papagei ist erstaunlich beredsam. Normalerweise sind Sie etwas schweigsamer als Graupapageien. Sein Vokabular könnte eine Tomate zum Erröten bringen. Er ist Nachahmer, kein Moralist. In Anbetracht dieser ungesunden Umgebung überrascht es mich überhaupt nicht, dass er gleich in mehreren Sprachen vulgär fluchen kann. Selbst sein einseitiger Wortschatz ist doch lehrreich. Kennen Sie Thomas Pratt? Nicht dem Namen nach. Wer hat sie geschickt? Niemand. Ich will hier niemanden, den niemand geschickt hat. Verdammt verflucht und elende Kacke. Von Schnüfflern kriege ich Hämorrhoiden. Und das ist verflucht nochmal die Wahrheit. Ich könnte die Behörden mal bitten, ihr Etablissement etwas näher unter die Lupe zu nehmen. Warten Sie damit lieber bis Dienstag. Die Nummer 3 von Scotland Yard ist gerade hier mit seiner Sekretärin. Kommt regelmäßig. Merde. Und jetzt verschwinden Sie, bevor Sie sich noch wehtun. Aha, Sie haben also ein paar Streichhölzer gefunden. Macht das einen Unterschied? Einen riesigen, Mister. Sie scheppen sich da gerade eine ganz üble Kelle ein, Mister. Da hinten haben nur Flussschiffer und Matrosen Zutritt. Weg da, oder irgendwer findet morgen ihre Leber auf der Hundeinsel. Vorschläge, Watson? Wir sollten uns zurückziehen, solange wir noch gesunde Knochen und gefüllte Brieftaschen haben. Lieber ein andermal versuchen, wie? Genau. Und vorzugsweise auch woanders. Immer ein weiser Ratschlag. Zumindest gehen wir nicht mit ganz leeren Händen, auch wenn es der Barmann abstreitet, war Pratt hier Stammkunde. Ein Anhänger von De Quincey, ohne Zweifel.
Hallo Charles, ich hoffe, jetzt passt es besser. Wir stören doch nicht? Nein, Sherlock, nein. Ich habe dieses Meisterwerk fast fertig. Bin gleich soweit. Tut mir leid, dass ich beim letzten Mal so kurz angebunden war. Wie geht's deinem Bruder? Er kommt wieder auf die Beine, danke. Du erinnerst dich an meinen Freund und Kollegen Dr. Watson? Natürlich. Hallo, Doktor. Macht es euch bequem im lockersten Sinne des Wortes. Ich bin sofort bei euch. Ich versuche, einen Mann zu identifizieren, Charles. Dürfte ich ein wenig in deinem Gedächtnis herumbohren? Du kannst es gerne versuchen. Ich gehe davon aus, dass deine Untersuchung vertraulich ist. Scharfsinnig wie immer. Der Mann kommt aus dem Dunstkreis eines Mordes an einem Regierungsangestellten. Staatsgeheimnisse stehen auf dem Spiel. Wie sieht er aus? Ich habe ihn nie selber gesehen. Aber man sagte mir, er sei dicklich gebaut, blond, mit leichten Verfärbungen im bärtigen Gesicht. Vielleicht ein Leberfleck. Er trug einen dunklen Schlapphut und einen Umhang. Und er sprach Deutsch. Sprache ist kein eindeutiges Indiz. Er könnte Deutscher, Österreicher, Preuße, Ungar, Pole oder sogar Russe sein. Sonst noch etwas? Bedauerlicherweise nein. Der Beobachtungswinkel des Zeugen und die mangelhafte Beleuchtung haben Gang und Gesichtsausdruck verschleiert. Er konnte nicht mal das Alter raten. Da fällt mir niemand ein, Sherlock. Oder vielmehr gleich 10 Stück. Aber sind die in England? Ist er ein Krimineller, ein Geheimagent, ein Diplomat? Mit so wenig Anhaltspunkten bin ich völlig nutzlos, befürchte ich. Bei den wenigen Details habe ich mir auch nicht viel Hoffnung gemacht. Gib mir ein paar genauere Daten, mein Freund, und ich kann dir vielleicht helfen. Oder wenn nicht ich selber, dann jemand, den ich kenne. Hast du immer noch deine vertrauten Quellen im Innenministerium? Ah, du vermutest, dass eine fremde Macht darin verwickelt ist, nicht wahr? Ja, ich habe auch schon selber an so etwas Ähnliches gedacht. Hör zu, wenn du die Identität des Mannes herausfindest, kann ich dich mit jemandem bekannt machen, der dir möglicherweise helfen kann. Vielen Dank, Charles. Eine Freude, dich wiederzusehen, Sherlock. Du bist immer etwas Interessantem auf der Spur. Ist dieses Zeitungschaos wirklich nötig? Der Raum ist ja ein einziges Brandrisiko. Es ist unmöglich, zu viele Zeitungen zu haben. Watson bedrängt mich dauernd, meinen Verbrauch zu reduzieren. Man sollte niemals ohne eine frische Zeitung rumlaufen. Es gibt keinen nützlicheren Gegenstand. Sie saugt das Fett von Fish and Chips auf und man kann Pakete darin einwickeln. Benutze sie als Handtuch, Fächer, Sonnenschutz, Regenschirm, Staubwedel oder Teppich. Und im äußersten Notfall kannst du sie, der Himmel möge mir verzeihen, sogar lesen. Bedien dich. Hier ist der Telegraph. Ganz frisch aus der Druckerpresse. Deine Argumente sind, wenn schon nicht überzeugend, dann zumindest ausführlich. Hast du dir mal ein paar Gedanken über meinen Verdächtigen gemacht, Charles? Ich hätte eher erwartet, dass du mir eine Zeichnung mitbringst. Übrigens, bist du sicher, dass er einen Bart trägt? Meinem Zeugen zufolge ja. Ein Bild unseres Übeltäters wäre unbezahlbar wertvoll, nicht wahr? Absolut. Aber wenn ich Mr. Friedman recht verstanden habe, wäre eine Beschreibung aus zweiter Hand so gut wie wertlos. Zum Glück wissen wir ja, wie wir diese Falle umgehen können. Was ist anstrengender, wenn Lestrade da ist? Gute Frage.
Was wissen Sie über die Leiche, die man gerade aus der Themse gezogen hat? Genug für etwa eine halbe Krone. Bei diesem Rabattpreis vermute ich, dass Ihre Information diesmal noch schlechter ist als sonst, so unwahrscheinlich das auch klingt. Also gut, der Yard vermutet einen schiefgelaufenen Raubüberfall. Uhr und Brieftasche fehlen. Der Bericht über die Untersuchung ist für Donnerstag angesetzt. Wie ich vermutet habe, diese Informationen sind nahezu wertlos. Städtische Architektur ist die depressivste Kunstform, die Menschheit erfunden hat. Gefällt Ihnen das Design nicht? Der Bauherr wollte doch nur Stabilität vermitteln. Schade, dass er nicht bei dem Versuch umgekommen ist. Was er nämlich erreicht hat, ist reinste Großspurigkeit, zumindest an den Stellen, die nicht bedrückend wirken. Ich werte das einfach mal als ein Nein. Wie könnte man das extreme Pflichtbewusstsein des Constables überwinden, Watson? Er ist ein angeberischer Bürohengst, Holmes, aber ich vermute, Sie kennen seinen schwachen Punkt längst. Ein Besuch beim Yard ist nie ein fröhliches Ereignis. Niemand im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte hat das jemals als Quelle sozialer, intellektueller oder kultureller Genüsse angesehen. Was hast du vor, Wiggin? Pennys werfen, meine Ausbildung abschließen. Wollen Sie nicht für diese gute Sache spenden? Ich habe im Moment keine Verwendung für Scherze. Dann haben Sie keine Verwendung für mich, denn mein Leben ist ein Scherz. Ein schlechter. Tut mir leid, wenn ich grob war, Wiggins. Bleib in der Nähe, okay? Ich bin sicher, ich werde deine Hilfe bald brauchen. Ich war mal ganz gut im Penny werfen. Willst du mich herausfordern? Warum nicht? Ich habe keine dringenden Verpflichtungen im Moment. Holmes, haben Sie den Verstand verloren? Sie sind mitten in einer Untersuchung. Eine kleine Ablenkung wird mir gut tun, Doktor. Behalte den Penny als Glücksbringer. Gibt es irgendwas, wobei Sie nicht gut sind? Persönliche Beziehungen waren nie meine Stärke, die griechischen unregelmäßigen Verben ebenso wenig. Außerdem ist der Vorrat an Bescheidenheit oft recht knapp. Ich habe eine Aufgabe für dich, mein Junge. Wenig Aussicht auf Erfolg, aber das Ziel lohnt den Versuch. Nettes Gefühl gebraucht zu werden, Sir. Worum geht es? Finde einen Mann. Breit, groß, blond und bärtig. Vielleicht eine Narbe auf der Wange. Er könnte ein dunkles Cape und einen Schlapphut über ländlicher Kleidung tragen. Ein Gentleman? Augenfarbe? Alter? Gewohnheiten? Unbekannt. Beschränke dich bei deiner Suche auf Trafalgar und die Botschaften und sei vorsichtig. Bestenfalls sind nur seine Freunde gefährlich. Haben Sie Wiggins gesehen, Jonas? Ist er nicht hier? Ich sehe ihn so wenig in letzter Zeit. Wahrscheinlich hängt er wieder auf der Straße rum. Oder erledigt er gerade einen Auftrag für Sie? Eine der vielen guten Eigenschaften des Jungen ist, dass er kaum zwischen Arbeit und Spiel unterscheidet. Haben Sie irgendetwas schlussfolgern können, Watson? Nichts, Holmes. Ich habe noch zu wenig gesehen und noch weniger verstanden. Ihre Aufrichtigkeit macht mich gleichzeitig ruhig und nervös. Lassen Sie uns weitermachen. Was würden Sie als nächsten Schritt empfehlen, Watson? Ich würde meinen Instinkten folgen, aber ich werde Ihnen diesen Weg nicht vorschlagen. Fangen Sie nicht an, an Ihren eigenen Methoden zu zweifeln. Nur unter uns, Doktor. Es gibt Gelegenheiten, bei denen Gefühl angebrachter sein könnte als rationales Denken. Irgendwelche Empfehlungen, Watson? Nichts Handfestes, Holmes. Tut mir leid. Trotz Ihrer Bemühungen habe ich nur wenig von dem verstanden, was ich gesehen und gehört habe. Aber Sie haben doch sicher einen Hinweis. Naja, Sie könnten sich selbst mehr in die Untersuchung vertiefen. Wenn es um die Aufklärung von Verbrechen geht, ist Ihr Verstand der beste. Ich glaube, Sie haben all Ihre Spuren noch längst nicht bis zum Ende verfolgt.
Jenkins, ich muss noch einmal mit Lord Lawton sprechen. Wenn ich ihn grundlos störe, Mr. Holmes, kommt er nicht raus, Sie kommen nicht rein und ich werde gefeuert. Er hat sehr schlechte Laune seit dem letzten Mal. Bitte bringen Sie mich zu Lord Lawton. Ich habe tragische Neuigkeiten für ihn. Hat sich sein Lieblingsklepper ein Bein gebrochen? Ein Kollege von ihm namens Pratt ist ermordet aufgefunden worden. Der junge Master Thomas? Das tut mir leid. Er war ein netter Junge. Schwierig, aber nett. In den Tagen des alten Lords war er oft hier. Habe ihn jetzt seit Jahren nicht mehr gesehen. Nein, Euer Lordschaft, das werde ich nicht. Muss man Ihnen denn permanent auf die Finger sehen, Mr. Holmes? Entschuldigung, reine Neugier. Mr. Holmes und Dr. Watson, Milord. Meine Position erfordert einiges an Strategie. Billard ist ein faszinierender Sport, finden Sie nicht? Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Ihr Freund Thomas Pratt tot aufgefunden wurde. Wirklich? Wie unschön. Wir waren zusammen in Cambridge, aber ich kannte ihn kaum. Da könnten Sie Ihr Beileid auch gleich dem Ministerium anbieten. Wie ist er gestorben? Herzversagen? Ja, es hat aufgehört zu schlagen, nachdem man ihn erschossen hat, mitten ins Gesicht, zweimal. Eine Schande. Er hatte ein hübsches Gesicht. Und eine tätowierte Rose auf dem Gesäß. Das muss ich ja nun wirklich nicht wissen, aber es überrascht mich nicht, dass Sie sowas wissen. Ihre Sorte spezialisiert sich ja auf die niederen Bereiche. Ihre Kollegen sollten von Pratts Schicksal und einigen anderen Entwicklungen erfahren. Wo kann ich Sir Avery Fanshawe finden? Er hat Bromwells alte Hütte in Chelsea gekauft. Seine Frau ist besessen davon, alles umzudekorieren. Die Neuigkeiten werden ihn umwerfen, wenn sie ihn überhaupt wachkriegen. Und Philip Bledsoe? Keine Ahnung. Habe mal gehört, der unfreundliche Kerl soll Zimmer im Gray's Inn haben. Was ist mit dem Schreiber Eldridge Whitney? Wissen Sie, wo er nach der Arbeit zu finden ist? Der Jammerlappen hat eine Liege im Ministerium, benutzt eine öffentliche Toilette als Badezimmer. Was sehen Sie als Verbindung zwischen Pratts Ermordung und dem Verschwinden der Formel? Da gibt es keinerlei Verbindung. Jetzt muss ich mich entscheiden, ob Sie bemerkenswert fantasielos oder ein Lügner sind. Vielleicht beides. Ich muss mir in meinem eigenen Heim keine Beleidigungen anhören. Es tut mir leid, das Taktgefühl hat mich im Stich gelassen, aber es gibt keinen Zweifel, dass zwischen Pratts Exekution und dem Diebstahl der Formel ein Zusammenhang besteht. Wenn Pratt nicht selber der Dieb war, kannte er ihn zumindest. Das sagen Sie. Das Problem ist, niemand, Ihren Bruder eingeschlossen, hat bisher eindeutig beweisen können, dass die Formel überhaupt gestohlen worden ist. Welch eine Überraschung! Der Ausschuss, der diesen Beweis antreten sollte, hat die Untersuchung gleich zu Beginn für beendet erklärt. Ich frage Sie nochmals, warum die Untersuchung abgebrochen wurde. Weil es keinen Grund gibt, das Ministerium jedes Mal in Misskredit zu bringen, wenn irgendwo ein paar Blatt Papier verlegt werden. Gehen Sie doch selbst dorthin, Sie haben meine Erlaubnis. Sie werden sehen, was das für ein Laden ist. Trotz der Bemühungen Ihres Bruders geht es dort nicht unbedingt geordnet zu. Sie erwarten also, dass die Formel wieder auftaucht? Ich halte das für wahrscheinlich. Ein Schreiber könnte sie verlegt haben, oder der Minister, oder einer seiner Mitarbeiter. Hören Sie auf, mich zu löchern, und gehen Sie denen doch auf die Nerven. Oder noch besser, kümmern Sie sich um Ihren Kram. Nur, dass Sie es wissen, Lawton, das Wiederauftauchen der Formel würde diese Untersuchung nicht abschließen.
Hier geht es um weit mehr als die Aufklärung eines einfachen Diebstahls. Das sollten Sie im eigenen Interesse nicht vergessen. Wenn Sie jemanden rumschubsen wollen, nerven Sie doch Fanshawe oder Silverbridge. Er war es, der den Antrag auf Einstellung der Untersuchung einbrachte. Schütteln Sie ihn doch mal durch. Ich habe nichts mehr zu sagen. Ihr Arbeitgeber war nicht gerade sehr offen in Bezug auf Mr. Pratt, Jenkins. Dürfte ich mal mit Ihnen privat reden? Möglich. Höchst ungewöhnlich. Wahrscheinlich unloyal, aber möglich. Ich mochte den Jungen. Ich erzähle Ihnen, was mit Mr. Pratt geschehen ist. Sie beantworten mir ein paar Fragen und ich darf mich umsehen. Lord Lawton wird später heute Abend mit Lady Lockridge ausgehen. Gut, ich werde wiederkommen. Der Handel mit den Informationen über Master Pratt gilt. Aber damit ich aus dem Nähkästchen plaudere und Ihnen freien Zutritt zum ganzen Haus gewähre, müssen Sie schon etwas mehr anbieten. Spielen Sie halbwegs gut Billard? Ich spiele passabel, bin aber nicht... Ich spiele es fanatisch gern, aber man kann sich ja immer noch verbessern. Wenn Sie mir noch was beibringen können, plauschen wir danach ein trautes Ründchen. Wenn nicht, gibt's gar nichts. Das ist mein Angebot. Angenommen? Sie scheinen sich des Resultats sehr sicher zu sein. So sicher, wie der oberste Richter eine Perücke trägt. Sie können ja danach mal in der Akademie vorbeischauen, wenn ich den Jungs erzähle, wie ich sie über den Tisch gezogen habe. Ist Lord Lawton ein Musikliebhaber? Ein großer Liebhaber von Euterpe und Terpsichore. Musik ist so etwa das Einzige, wofür wir heute noch Geld haben. Zylinder, Noten, Notenständer, neue Saiten, Klavierstimmen und so fort. Sie sollten an meiner Stelle gegen Jenkins spielen. Sie gehen doch recht gut mit dem Kö um. Es würde ihm weder Spaß machen noch Ruhm einbringen, gegen mich anzutreten. Er will Sie. In diesem Falle frage ich mich, ob Jock Mahoney immer noch im St. Bernards residiert. Vielleicht kennt er Jenkins. Wenn ich mich nicht irre, haben Sie sich nicht als Freunde getrennt. Stimmt, aber ich bin nicht nachtragend. Vielleicht sollten wir erst einmal in die Baker Street zurückgehen und nachdenken. Ich könnte eine Erfrischung vertragen. Ich müsste mal kurz mit Mr. Whitney sprechen. Können Sie mir da helfen? Ich führe nicht für ihn Buch über seine Verabredungen, Mr. Holmes. Hier werden nur die Angelegenheiten der Königin bearbeitet. Sie können nicht bleiben. Wissen Sie, wo ich ihn finden könnte? Um Chairman Holmes willen verrate ich Ihnen, dass Whitney wahrscheinlich in seiner Badewanne plätschert. Und jetzt gehen Sie bitte. Dürfte ich mich hier mal umsehen? Auf gar keinen Fall. Gehen Sie oder ich erstatte Anzeige wegen Hausfriedensbruch. Wohl kaum der sicherste aller Räume, Watson. Die Türe ist nicht mal für einen schlechten Einbrecher eine Herausforderung. Jeder, der Zugang zu den Regalen hat, könnte ihren Inhalt stehlen. Ein Dokument nach dem anderen. Dieser Lesesaal wird nach dem Ehrenprinzip geführt, wie die Bibliothek in einem Gentleman's Club. Kein Wunder, dass die Sicherheit so lax ist.
Hallo, Jock. Erinnern Sie sich noch an mich? Sehr unwahrscheinlich, dass ich einen weltbekannten Schnüffler vergesse, oder? Sie müssen mir einen Gefallen tun. Schade, habe überhaupt keine Zeit. Ihre familiären Angelegenheiten scheinen sich etwas unerfreulich entwickelt zu haben. Was ist passiert? Meine Ehe ist im Eimer. Und jetzt wechseln Sie lieber das Thema, bevor dieses Köhn neben Ihrer Leber steckt. Ich vermute, Sie sind immer noch der Beste in dem Laden hier. Wie wäre es mit einem Spiel? Gegen Sie? Schwaches Angebot. Nee, ich schlage mich nicht mit Amateuren. Ich würde für dieses Privileg bezahlen. Ich? In Ihren Diensten? Lieber sterbe ich an Keuchhusten. Ich bin Ihnen nicht gut genug als Gegner und Sie wollen mir nicht helfen, besser zu werden. Nicht gerade sehr sportlich. Vergessen Sie den sportlich Mist. Sie haben mich beim letzten Mal ausgetrickst. Nie wieder. Das ist unfair, Jock. Ich habe doch niemanden wirklich geschadet und Ihre Informationen haben mir geholfen, einen Mörder zu stellen. Zweck heiligt die Mittel, wie? Sie haben mich gezwungen, einen Freund zu verpfeifen. Mögen Sie lieber Poolbillard oder Carambolage? Kein Unterschied. Ich trinke am liebsten mein Bier und spiele ein Ründchen Darts. Aber ein Mann muss sein täglich Brot verdienen. Oder täglich Bier, wie man es nimmt. Hier wird nicht viel geredet, was? Sowas braucht ein Mann. Einfach himmlische Ruhe. Die besten Freunde, die ich je hatte. Das Salz der Erde. Besser als meine Amme. Besser als mein Hund. Sie kennen also Mr. Mahoney? Wen? Klingt wie ein irischer Name. Kenn ich nicht. Nicht mein Umgang. Attraktiv umdekoriert. Aber Sie scheinen sich nicht mehr um die einfachere Kundschaft zu bemühen. Wir bewirten auch weiterhin Gentlemen mit Stil und etwas Freizeit, die an intelligenter Unterhaltung und einem kleinen Geschicklichkeitsspiel Gefallen finden. Klingt wie eine vorgelesene Kleinanzeige. Ist es ja auch. Es gibt ja den Aphorismus, dass gute Billardkenntnisse auf eine vergeudete Jugend hindeuten. Was halten Sie davon? Nicht mehr als von anderen schwachsinnigen Klischees. Ein guter Mann, der mit einem Kö umgehen kann, ist deswegen doch nicht weniger respektabel. Ganz im Gegenteil. Die Akademie scheint sich ein wenig verbessert zu haben, nicht wahr? Eine wundersame Wandlung. Diese Reinkarnation sieht ja richtig schmuck aus. Zu schade, dass Sie den Geruch nicht auch rausgekriegt haben. Das hätte ein Wunder in einer entschieden höheren Größenordnung erfordert. Kein sehr hoffnungsvoller Anfang, Watson. Jock will nicht mal mit mir reden. Das Recht zu schweigen ist ein Eckpfeiler der Demokratie. Im Laufe dieser Untersuchung hat uns jede Gesellschaftsschicht schon mal die kalte Schulter gezeigt. Sehr ärgerlich. Auf die politische Lehrstunde könnte ich gut verzichten. Thank you.
Wenn Sie nicht gerade einen Termin beim Sargmacher wünschen, legen Sie das sofort wieder hin. Wir kommen gerade etwas besser miteinander aus, Mr. Holmes. Versauen Sie es nicht. Ich fühle mich wie Sisyphus. Immer wenn ich glaube, jetzt könnte ein Durchbruch kommen, rolle ich zum Ausgangspunkt zurück. Es sieht Ihnen nicht ähnlich, etwas nicht zu Ende zu führen, was Sie einmal angefangen haben. Setzen Sie Ihre Spürnase ein. Zum Steine rollen, Watson? Was empfehlen Sie sonst noch? Bleiben Sie dran, bearbeiten Sie ihn. Ist das ein Rat, ein Anfeuerungsruf oder ein Befehl? Was immer am besten hilft. Lady Fanshawe, ich bin Sherlock Holmes und das hier ist mein Freund und Kollege Dr. Watson. Erwarte ich Sie? Wo steckt dieser Butler? Sind Sie die Arbeiter, die ich bestellt habe? Ich habe ein paar faszinierende Ideen für dieses Foyer.